Okay. Brauche ich alles, weil meine Rüstung war kaputt. Aber stand plötzlich, ja, sie haben keine Rüstung mehr. Nicht so, what? Ist ziemlich kaputt gerissen worden. Was hat, wo hat's denn hier gepiept? Ist so dunkel. Eieiei. Oh mein Gott. Wie kam die denn vor mir da rein? Ist jetzt nur die Frage. Ich habe nichts dagegen. Oh, Elijah ist ja voll unsympathisch. What the fuck? Und ich dachte, wir mögen ihn. So kann, ne, Veronica? Das ist natürlich auch falsch. Okay, zum Reparieren haben sie mir hier was gegeben. Okay, los geht's. Lore, ich bin echt gespannt. Holographische Sicherheit aktivieren. Nein? Oder doch? Auf Musiksteuerung zugreifen. Theater-Hintergrundmusik abfragen. Restaurant-Hintergrundmusik abfragen. Kein Zugriff auf Suitensteuerung. Theater-Hintergrundmusik abfragen. Kein Zugriff. Okay, Restaurant. Kein Zugriff. Kein Zugriff. Okay. Holographische Sicherheit aktivieren. Aktivierungscode erforderlich. Ich darf also gar nichts machen. Ich bin der beste Hacker der Welt. Okay. Wo hat's, warum hat es jetzt hier gepiept? Wo ist die Pieperei? Oh, aber schön hier. Wir sind endlich mal raus aus dieser fucking Villa. Ey, die war langsam echt nervig. Oh. Ah, ich glaube, es ging nicht kaputt, ne? Rot ging nicht kaputt. Ja, ich weiß. Okay, okay, okay. Die wollen, dass ich woanders hingehe. Wieso sollten die gegen mich sein, meine Freunde? Ich höre ein... Okay. Vorderschlüssel, natürlich. Eieieiei. Ich meine, eigentlich finde ich es ganz witzig, wie das hier so ein Rätsel ist. Oh mein Gott. Erfordert auch Bürotür, Vorderschlüssel. Tasse. Ja, okay, 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 okay. Wo denn? Ist das von unten oder was? Ich speichere mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich dachte, wir gehen zusammen rein und holen uns diesen Schatz. Aber Elijah habe ich eh nicht geglaubt. Also, Arsch. Aber, sind die jetzt gegen mich? Weil sie den Schatz für sich haben wollen oder warum? Muss ja hier irgendwo sein, ne? Ja, okay, 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 okay. Dann gehe ich erstmal unten lang. Gucken uns das Bild mal an. Oh nein, ich will aber nicht. Okay. Nein, die waren doch nett zu mir. Dann wollen wir mal. Scheinbar müssen wir erstmal ins Casino. Hallo. Ah, Casino. Du bist hier von Vergangenheit umgeben. Was? Nur wenige haben sie bisher gesehen. Und niemand wird sie je wiedersehen. Ich habe hart gearbeitet, um so weit zu kommen. Okay. Es gibt mir, was ich brauche, bevor ich es verlasse. Und es wird mich immer wieder willkommen heißen. Was jetzt? Soll? Finde einen Weg, diesen Geist aus dem Schlaf zu rütteln. Schließlich hat es Gäste. Was will? Ich verstehe nicht, was er will. Es scheint, als hätte diese Sprechanlage nach all der Zeit ein paar Macken. Sie erlaubt nur Übertragung in eine Richtung, von einer anderen Sprechanlage aus. Wir müssen irgendwas zusammen machen. Hologramm. Sicherheitshologrammstatus überprüfen. Bewacht momentan die Treppen der Bar. Oh nein, es wird ein Rätselende. Oh nein. Falten einstellen. West-Casino-Stock Patre oder West-Casino-Stock Patre. Bartreppenwache. West-Casino-Stock Patrouille oder
Ja, komm. Wird überprüft. Das westliche Casino-Stockwerk. Okay. Ist er denn überhaupt gefährlich? Er ist weggegangen. Das ist gut. Was ist das? Nee, ich bin ein bisschen verwirrt, was, was Elijah überhaupt will. Oh. Okay. Wenigstens hier keine Gegner an sich. Ist auch mal was. Oh Mann. Wo? Wo? Ah, da oben. Nicht? Ah, da. Oh, dich kann ich kaputt machen. Huh. Sicherheitskennwort. Liegt da einfach mal so rum. Auch schön. Shayla, der Zugangscode für den Kassiererraum-Hologramm für das Kassierer-Hologramm. Mr. Fizzle 17, bitte vergiss ihn nicht wieder. Ich könnte meinen Job verlieren, wenn herauskommt, dass du ihn von mir hast. Sehen wir uns nach der Gala-Veranstaltung im Elektroschrank? Bill. Im Elektroschrank? Ach, du machst das nur, weil sie dir Snoo-Snoo gibt. Ist so klar gewesen. Oh, da hat aber noch jemand ordentlich getrunken, bevor er abgedankt hat. Okay. Das ist sehr spannend, Leute. Ich finde das sehr interessant und cool. Es ist nur gleichzeitig auch... Oh, Wein. Verkaufsautomat-Code. Heißt das, ich darf jetzt Wein verkaufen? Das ist... dann hätte ich mal mehr Wein mitnehmen sollen, ne? Eigentlich finde ich das total interessant, so eine Idee, dass man hier nur mit Chips bezahlen kann oder sowas. So ist jeder irgendwie auch ein bisschen gleich. Nicht wirklich, weil du musst sie ja trotzdem noch holen, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Okay. Da muss ich die drei bestimmt zusammenholen, oder? Die sind nicht böse. Ist der böse? Ich weiß es eben nicht. Muss ich den um... Er wurde nicht rot. Okay. Ich weiß nicht, warum sie... Ich hab die doch angemacht. Aschenbecher in einem... Das ist ja auch cool gemacht. Das macht mich richtig... Na, okay, die Milch ist keine Milch mehr. Kantina. Okay. Sunset Paris. Oh! Okay. Schnell... ja, schneller geht wahrscheinlich nicht. Schnell hacken, damit wir ausmachen können. Sicherheitshologrammstatus überprüfen. Okay, Sicherheitsmemo. Beschäftige den Sierra Madre. Beschäftigte des Sierra Madre. Bitte unterlassen Sie es auf Anweisung von Mr. Sinclair, die Sender der Sicherheitshologramme zu manipulieren oder zu zerstören. Denken Sie daran, dass die Hologramme uns und unsere Gäste beschützen. Vielen Dank. Zerstören? Okay. Personal. Bartürwache. Bewacht momentan das Sicherheitsbüro. Okay. Hä? Achso. Oh. Dieser ungewöhnlich aussehende Autodock hat immer noch eine Menge an Dioden und Knöpfen, die zu funktionieren scheinen. Alle verkrüppelten Körperteile heilen. Ich glaube, ich habe gar keine, oder? Nö. Alles gut. Dankeschön. Gut, dass es dich gibt. Gucken wir erstmal hier weiter. Ah, nein, was will das Spiel? Müssen wir uns für einen entscheiden, oder was?
Warum sie denn, warum... Ich meine, wir wissen nichts wirklich über die, ne? Warum liegt der hier? Wollte der auch hacken und ist dann erschossen? Er wollte hacken und dann ist er aber... war am Strecken. Warte. Pff, warum drücke ich? Ah, da! Scotch darf ich verkaufen. Ah, jetzt geht's los. Warte mal, wieso? Was haben die damit gemacht damals? Mama, Mama, ich habe Scotch gefunden. Darf ich das jetzt eintauschen? Ganz ehrlich, aber so eine Pfandflaschen-Ding. Wenn du Flaschen dahin bringst, kriegst du halt so ein... Oh, da ist ein Schlauch. Kriegst du eine so einen Chip. Und dann kannst du dir mal was anderes leisten. Finde ich super eigentlich. Wie gesagt, hatten wir ja schon. Ah, schwer. Oh, dammit. Wenn man so Sachen, wenn man hilft und aufpasst und sowas, kriegt man halt... Dann kriegt man nicht Geld, sondern... Okay. Wow. Es ist nur schwer. Okay. Wir haben ja genug Haarklammen. Ich weiß nicht, warum ich es nicht schaffe. Geht doch. Ja, meh. Sicherheitsbüro. Anmerkung zu Notfallprotokollen. Hab das gerade durchgelesen. Im Brandfall, bei chemischen Lecks, Nuklearangriffen oder anderen Bedrohungen für das Casino werden die Innen- und Außentüren hermetisch abgeriegelt, um die Gäste vor Schaden zu schützen. Mhm. Während der Dauer dieser Abriegelung werden Hologramme im Bedrohungsstatus patrouillieren. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein und trotzdem, was, wenn es wieder ein Leck in der Schaltstation gibt? Von den Gasventilen in der Küche ganz zu schweigen. Wenn die getroffen werden, brennt das ganze Casino lichterloh. Soll ich das Casino zerstören? But why? Okay, Hologramm-Service-Protokolle. Hologramme werden mit Service- und Sicherheitsprotokollen programmiert. Service-Protokoll-Hologramme übernehmen bestimmte Tätigkeiten, etwa als Begrüßungspersonal, einfache Verkäufer oder im Fall des Sierra Madre Casinos auch die Bedienung von Spieltischen. Diese Service-Hologramme folgen einfachen Routinen und sind nicht in der Lage, irgendwelche Sicherheitsfunktionen auszuüben. Die Reichweite von Hologrammen ist durch ihre Sender beschränkt und sie werden am besten für einfache, ortsgebundene Aufgaben eingesetzt. Die gesamte Geschichte. Oh, noch einen und dann haben wir es. Ne, die hauen richtig zu, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo ich sie hinschicken soll. Ich habe sie einfach woanders hingeschickt. Oh oh. Ist hier hinter was? Hui. Hui. Gib mir einen Arm. Ah, brauche einen Schlüssel. Okay. Alles braucht jetzt einen Schlüssel. Nichts kann dieser super... Selbst unser mega guter Lockpick hier kann da nichts machen. Diese Tür ist wegen des Gaslecks hermetisch versiegelt. Wenn Sie die Verriegelung der Tür überbrücken, wird es Ihnen nicht möglich sein, sie von innen zu öffnen, bevor Sie die Gasventile geschlossen und sich um Doc gekümmert haben. Um Doc gekümmert? Erstmal, woher weiß man das? Und zweitens, wieso muss ich mich um Doc kümmern? Nein. Oh. Ah, okay. Jetzt kann ich hier dran vorbei. Verstehe. Ich hab's richtig gemacht. Automatisches Gewehr. Ja, komm, was soll's. Auch wenn das viel zu schwach ist dafür, dass, ne? Momentan bloß Elektroschaltraum. Verhalten einstellen, Kassierer, Schaltpatrouille. Okay. Elektroschranktür entriegeln. Sicherheitslog. Beschwerde. Mrs. Purvis, Alkoholismus und Ordnungswidrigkeit. Alarmierte Wache Morris Tyler. Beschreibung des Vorfalls, 22 Uhr. Beschwerde über Lärm in der oberen Bar. Dann Notruf von der Kassiererkabine im Erdgeschoss. Meldet, Zitat, Olle Fledermaus an der Decke. Bei Nachforschung Gäste angetroffen, die Mrs. Millicent Purvis, 72, zujubelten. Sie war über das obere Gelände geklettert und balancierte auf den Stützbalken. Verkündet laut, Zitat, Ich gehe zum Zirkus. War bereits über einen Halo-Sender gestolpert, unverletzt, und lud Gäste auf den Balken ein, um diese als Klettergerüst zu benutzen. Kletterte ihr hinterher und trieb sie am Dachsparren, was habe ich noch nie gehört,
Dachsparren über den Kassiererin in die Enge. Brachte Mrs. Purvis in die Arrestzelle und rief ihre Tochter an, damit sie sie zu ihrem Zimmer begleiten konnte. Kein Schaden an Dachsparren oder Sender. Mrs. Purvis' Tochter war wegen des Vorfalls sichtlich erregt. Das ist ein komischer Fetisch. Und zu beschämt, um rechtliche Schritte einzuleiten, weil sie, Zitat, Mr. Sinclair nicht noch mehr Ärger bescheren wollte. Wir müssen den Bereich absperren, damit sowas nicht noch einmal passiert. Aha, aha, aha. Man kann also über die Dachsparre gehen. Fundsache. Beschreibung des Vorfalls. Mrs. Purvis' Tochter rief an, fragte, ob wir die Tasche ihrer Mutter gefunden hätten, die sie beim Spaziergang letzte Nacht verloren haben könnte. Wir haben die Tasche im Erdgeschoss gefunden. Es waren keine Wertsachen drin. Sie wurden vielleicht rausgenommen, nachdem die Tasche runtergefallen war. Oder Mrs. Purvis hat die Gegenstände während des Vorfalls letzte Nacht verloren. Okay. Ich habe Angst. Laserpistole. Verstärktes Hitram. Oh, 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 gerne doch. Eine verstärkte Rüstung, guck mal. Oh. Das ist aber irgendwie scheiße. Die ist auch weniger wert. Was ist, wenn wir die reparieren mit der anderen? Plus 4. Komm auf 18. Hä? Warte kurz. Also, okay, dann machen wir das. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr Gewicht, aber beide zu behalten ist ein bisschen doof, oder? Es bringt ja nichts, beide zu behalten. Oder bin ich jetzt gerade total durch den Wind? Das könnte gut sein. Bitte macht mich nicht fertig. Guck, vielleicht ist sie ja besser. Also, wir reparieren sie damit und jetzt haben wir 18. Gucken wir uns an, während wir Licht machen. War das Licht kaputt? Oh, guck mal, hat so ein... Oh, guck mal, ist an der Seite, hat so einen geilen, schnittigen, Halbfarbe. Keine Ahnung, was das an der Seite soll. Sieht cool aus. Vielleicht gibt es da irgendwie Gründe für. So, und... Dann haben wir davon ganz viele. Das ist wichtig, wenn die heil gemacht werden muss. Wir können ja immer hier ein paar Vorkriegsbekleidung. Ja, komm. Ist nicht so wichtig. Und die Mütze für später. Und dann haben wir nämlich ein automatisches Gewehr. Ist nämlich auch noch ziemlich schwer, aber wir haben nur 44. Ist halt blöd. Aber wir haben auch nicht mehr so viel für die anderen, oder? Ich glaube, Schrotflinte hat 108. Laserpistole können wir reparieren. Joa, machen wir das. Weiß nicht. Meh. Die ist immer noch, da haben wir am meisten und ist recht gut. Also was soll's. Bum. Licht aus. Licht an. Weil ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Kassiererbürotür ist auch abgeschlossen. Was? Oh, das wird alles so heftig noch. Hallo? Oh, da ist ein Helm. Oh, wir kriegen beides upgraded noch. Was kommt denn da noch auf uns zu? Oh nein. Finde ich gut, aber gleichzeitig... Guck mal, sieht anders aus. Ich habe nicht drauf geachtet, auf das Bild. Es hat mehr Nieten. Ja, mehr Nieten macht es natürlich besser, ne? Aber das, der Wert hier ist so viel besser. Aber okay, was ist, wenn wir den hier mit heil machen? Haben wir 5. Ein mehr. Ja komm, was soll's, komm. Müssen wir ja nicht beides. Yay! Mehr Nieten. Oh, das sieht echt cool aus. Nee, dann wiederum, es sieht jetzt eher aus wie so ein Rächer, der das in seiner Freizeit macht, anstelle ein SWAT-Team. Aber okay... Dreck, 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 Dreck. Und leere Flaschen. Du mich auch. Schreibt es des Sicherheitschefs Assistentin. Warum steht das da so, wenn da nichts Gutes drin ist? Aber es ist wichtig, dass es von ihm ist. I guess. So, okay, gucken wir mal. Sicherheitsvorkehrungsmeeting. Da du nicht da warst, Sinclair hat heute seine Sicherheitsmaßnahmen erläutert. Er hat aufgepasst, was in den Nachrichten so läuft
und wollte Schritte unternehmen, falls die Chinesen sich auf amerikanischen Boden festsetzen. Hat uns die zusätzlichen Funktionen der Hologramme erklärt und wie das Casino aufgebaut ist, die Notfallprotokolle und das Sendesignal, das wir für die Gala-Veranstaltung benutzen. Der Kerl ist durchgeknallt, scheint aber trotzdem auf alles vorbereitet. Nicht auf Yesterday. Schätze, die abgeschiedene Lage des Casinos war Absicht? Bin ich sicher, was er zu schützen versucht, scheint aber davon besessen zu sein. Ach, es ist die Frau. Er ist so ein Simp. Er ist doch, das wissen wir doch jetzt schon. Es ist so seine Freundin. Seine Freundin ist der große Schatz. Weißt du? Ach, ich kotze jetzt schon. Nee. Oh, kann man da rein? Okay. Ich weiß nicht, ob ich es richtig mache oder ob ich was verpasst habe am Anfang oder so. Danke. Oh, hier geht's gar nicht weiter. Oh, ein schwerer Koffer. Nach einer leichten Tür ein schwerer Koffer. Warum auch nicht? Man kann ja nicht den Koffer mitnehmen. Die Tür kann man nicht mitnehmen. Ach, ist so dumm irgendwie. Geht doch. Lalalala. Ja. Warum hast du das überhaupt da drin? Ein kosmisches Messer. Und da. Wodka verkaufen. Jetzt finden wir es natürlich nicht. Das war für die ganzen Alkoholiker, die vorher das immer eingesammelt haben und gesagt haben, ich habe kein Problem, das ist nur ein Spiel. Ich hab kein Problem. Und dann, jetzt werden sie dafür belohnt, dass sie das alles aufbewahrt haben. Was ist das? Aktiviere den Hologrammsender. Dieser Sender kontrolliert ein Sicherheitshologramm in diesem Gebiet. Sie können den Sender vielleicht abschalten. Ja. Kating, einfach gegenhauen. 45 Erfahrung. Ja, ach, jetzt. Dann werden wir die einfach alle abschalten, ne? Das auch? Nö. Das ist ja viel einfacher, als hier mir zu merken, wo was ist. Ach ja. Wenn man den einfachen Weg gehen kann. Wie funktioniert das überhaupt? Das Ding kommt doch gar nicht hier hin mit dem Hologramm. Oh, jetzt werden wir alles abschalten. Wo ist das nächste Hologramm-Ding, das ich abschalten kann? Lobby. Hier von der Lobby kommen wir. Da läuft er. Oh oh. Hast mich nicht gesehen, ich bin ein ganz normaler Gast. Ich bin ein Gast wie du. Nee, du bist kein Gast. Ich bin ein Gast. Ich bin wichtig. Okay, wo ist dein Abschaltding? Ich meine, wo werdet ihr? Ich bin die Oma. Hui. Müssen wir durch. Wenn ich mich hier verstecke, sieht er mich dann? Ich hoffe nicht. Das ist auch keine. SM. Som. 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 Som, 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 som. Okay. Dann wollen wir doch mal ihn zu ein paar Treppen patrouillieren. Nee, das hatten wir vorher. Verhalten einstellen. Bar Treppenwache. Hm. West Casino Stock patrouillieren. Bar Treppen patrouillieren. Dann geht er da vielleicht hoch. Und dann kann ich dran vorbeilaufen. Jo. Oh, ich bin der beste Thief. Bin ich. Gehst du hoch? Dammit. Ich dachte, er geht hoch vielleicht. Egal. Okay, dann machen wir das zweite. Das hatten wir noch nicht. Die Treppen der Bar. Blöd, wenn das nicht geschrieben wird. Das ist echt blöd. Wenigstens piept es nicht. Hui, jetzt plötzlich hätte ich nicht erwartet, dass es hier ein Stealth-Ding wird. Okay, hier haben wir richtige, gut erhaltene Roulette-Tische noch. Die können wir doch eigentlich
Wo ist die Geschichte über die über das rote Ding? Eine Sonnenbrille? Hier ist eine Sonnenbrille? Muss nicht sein. Aber danke. Blackjack spielen. Sobald die Stromzufuhr zum Casino wiederhergestellt ist, sollte auch der Glücksspielbereich wieder funktionieren. Oh, das ist jetzt gerade meine Priorität. Das Wichtigste ist, dass ich endlich wieder ein bisschen Glücksspiel machen kann. So, jetzt können wir nämlich einiges verkaufen. Die Mod. Ja, warum kann man das nochmal? Okay, irgendwann das andere. Ja, ja, ist schon gut, schon gut. Freizeitbekleidung, nee, die brauchen wir noch, glaube ich. Obwohl schmutzige. Aber wir haben gar keine schmutzige mehr. Zigaretten kann weg, haben wir nur eine. Ah. Haben wir keinen? Ah, nee, oh. Wir können Wein und so kaufen. Brauche ich das? Oh, oh. Guck mal, wir können jetzt Wein, Wodka und sowas kaufen. Das haben sie abgeschaltet, weil Alkohol ein Problem war. Ja, ich bin clever. Ich weiß doch die Lore und so. Keine Sorge, Leute. Macht mich nicht so fertig. Stealth. Tür zum Elektrokasten öffnen. Oh, warte. Das ist ja einfach auf dem Boden. Abgeschaltet. Yay. Jetzt kann ich Licht anmachen. Party. Jaha. Schön hier. Oh, das würde ich mal echt haben. Dass ich irgendwo hingehe. Und auf der Straße sehe ich plötzlich ganz viel. Einfach nur, keine Ahnung, 2-Euro-Stücke, ganz viele liegen. Weil jemand verloren hat und gedacht hat, ach, ist nur Kleingeld. Und dann, oh, geil. Dann gehen wir mal. Okay, ich dachte, das ging weiter, aber nein. Schalter umlegen. Wollen wir das? Ich weiß immer noch nicht, was mit meinen Freunden in Anführungszeichen ist. Okay. Du hast die Wache getötet. Sehr gut. Sende Frequenzen von überall her. Ah. Okay. Diese verfluchten Aufnahmen. Tote Echos, die Frequenzen überlagern. Das Sicherheitssystem des Casinos wird heruntergefahren. Die Automaten und Spielprogramme starten. Womöglich kann man noch ein Schnäppchen machen. Vielleicht findest du ohne die Sicherheit was Brauchbares. Geh zurück ins Foyer, wenn du dich umgesehen hast. Und wir kümmern uns um deine Freunde. Halt die Fresse, ich glaub's. Was war das denn? Das war creepy. Wie so ein Horrorspiel. Was war das denn? Das macht mir Angst. Das sollten viel mehr Spiele machen. Dann plötzlich legt er auf und macht... Das war voll widerlich. Warte mal, ich hätte die gar nicht ausmachen müssen. Na toll. Ich hätte sie gar nicht ausmachen müssen. Hallo. Der holographische Kassierer dreht sich flackernd zu ihm um. Ich will Vorkriegsgeld gegen ein paar Sierra Matrix-Chips eintauschen. Warum nicht? Kann ich meine Sierra Matrix-Chips gegen Vorkriegsgeld eintauschen? Ich will Vorkriegsgeld. Gib mir 5 für 5. Okay. Nö, ich brauche das sonst für nichts, ne? Gib mir 20 für 20. Ein Panel dreht sich und etwas Sohren klicken liegt an ihrer Stelle. Okay. Das wäre für Emma alles. Das Hologramm nickt und winkt steif zum Abschied. Oh, du hast mir zugewinkt. Und ich kann hier durch dich beklauen. Guck mal. Nochmal 18 dazu. Dankeschön. Und da oben, ich weiß nicht, wie ich das von hier mache, aber meine Arme sind echt lang. Habe ich einfach mal... Was scheiße drin. Entschuldige dich. Wenn ich jetzt schon hier, ne, um den Counter rum, da ein Schloss öffne, ne, vor deinen Augen, dann so muss da auch was Gutes drin sein. Das war jetzt scheiße. Ich will jetzt an den Safe ran. Okay, wir gehen jetzt an den Safe ran. Hallo. Na? Nee, ich möchte nicht. Nein, ich möchte gern verlassen. Es ist schon cool, dass wir jetzt plötzlich hier spielen können. Aber will ich nicht. Danke. Haben gerade andere Sachen zu tun. Wir können am Spielautomaten sogar spielen. Ja, Prioritäten, ne?
Und kann ich jetzt da hinten spielen? Oh, ich kann Blackjack spielen. Ich erinnere mich, ich habe immer verloren. Tschüss. Oh, wie schön. Gehört alles mir. Ja, dann gehen wir jetzt. Wir sollen in die Lobby, aber wir sollen uns noch umgucken, hat er gesagt. Es war alles nicht nötig. Das Scotch muss ich jetzt auch nicht nehmen. Okay, hallo. Was haben Sie denn so? Ich möchte gerne Energiezelle. Stimmt, ihr habt immer das Gleiche. Irgendwie ist mir immer so aufgefallen. Okay. Möchtest du ein bisschen Dreck haben? Ich habe, glaube ich, aber nichts, was wirklich viel wert ist. Doch, ich habe ziemlich viele Wolkenrückstände. Warum auch immer du das kaufst. Und dann kannst du einen Hammer haben und eine Harmonika. Und Klebeband und Ledergürtel. Und das hier. Ich glaube, das brauche ich nämlich alles irgendwie nicht mehr. Es könnte sein, dass ich es brauche, aber was soll's. Ich werde es jetzt einfach nur bei dir mal hier alles schön abgeben. Den ganzen Müll, den man echt selbst nicht braucht. Ein Balsamierungsflüssigkeit, das nehmen wir natürlich mit. Mit alle zu Hause gucken. Was willst du? Was hast du damit vor? Was soll das? Nichts. Ah, ich liebe einfach den Geruch. Seit ich bei dem Madre war. Okay. So. Hier kannst du noch zwei Wasser haben. Habe ich nur eingegeben? Okay, dann bekommst du. Braucht die noch irgendetwas? Hier kannst du zwei davon haben. Dankeschön. Haben wir einen guten Tausch gemacht, oder? Ich weiß es nicht. Für einige schon. Weißt du, in Real Life würden jetzt auch einige sagen, boah, ich brauche überhaupt nicht diese Munition oder Stimpaks. Und dann ist das ein super guter. Ne? Hier ist ein Seesack, habe ich ganz vergessen. Sicherheitswachmann-Tasche. Sierra Madre Büroschlüssel. What? Und ein Sierra Madre Helm. Hier war also. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Was ist das? Da wollte jemand gerade das Licht wechseln. Oh, du Armer. Wo war denn jetzt Büro? Das, der Büro. Der Büro. War das hier? Oh. Ja, mit Büroschlüssel auf.